Hallihallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe Uniliga Talks. Heute mal mit mir, dem lieben Bertin aka Crafty, ein Gesicht, was man hier sonst auch selten sieht, denn sonst macht das der Kollege Tim, probably, der ist heute nicht da, dafür mache ich das und ich freue mich umso mehr, auch hohen Besuch quasi begrüßen zu dürfen. Zwar normalerweise aus Hannover, jetzt habe ich mir sagen lassen, in Leipzig. Nils Lühe ist heute für uns von Axions da und stell dich doch am liebsten erstmal kurz vor. Hallo Nils. Ja, Bertin, ich hoffe, du kannst mich hören. Ich höre dich, jawohl. Cheers. Okay, dann geht's los. Ja, grüß dich Bertin, große Ehre bei euch dabei zu sein. Hallo liebe Zuseher, Zuhörer, ich bin Nils Lühe, 40 Jahre alt und darf für die Axions, die ICT-Brand des Vinci-Konzerns, Kommunikation und Marketing in Deutschland verantworten. Ich freue mich, heute da zu sein. Die Themen sind ja bekannt und wir können direkt loslegen. Ja, für diejenigen, die jetzt auch gerade zuschauen und erstmal hier auch diesen sehr langen Titel unter deinem Namen hier sehen, nämlich Head of Marketing and Communications, da muss ich natürlich persönlich erstmal auch direkt nachfragen, was darf man sich denn darunter genau vorstellen? Was machst du genau bei Axions? Ja, das bedeutet im Grunde die Verantwortung für die Unternehmenskommunikation, also alle Kommunikationskanäle, die wir als B2B-ICT-Dienstleister haben, Webseiten, Pressearbeit, Social Media, unsere Events, die wir betreuen, die komplette Außendarstellung des Unternehmens und natürlich unser Marketing-Channel, unsere Kundenaktivitäten, unsere Lead-Generierung, das darf ich verantworten. Nicht alleine, habe ein tolles Team hier hinter mir. Und da macht man ziemlich viel, ne? Aber alles hat mit Kommunikation zu tun. Es geht immer um Kommunikation auf allen Kanälen, analog, digital, Voice, geschrieben, alles, was ihr wollt. Ja. Das klingt schon mal sehr spannend, nach einem sehr breiten Aufgabenfeld, auf jeden Fall für dich. Jetzt ist ja bestimmt der Name Axions dem einen oder anderen hier auch schon begegnet im letzten Jahr. Ihr seid ja jetzt mittlerweile auch, wenn ich nicht komplett daneben liege, seit April Partner der Uniliga, worüber wir uns ja auch schon sehr freuen. Und wir haben trotzdem, es hat so lange gedauert, bis wir es endlich geschafft haben, uns endlich einmal zusammenzusetzen. Aber dieses Jahr ist ja auch wie im Flug vergangen. Trotzdem haben wir jetzt ja quasi auch schon eine komplette Saison in der Uniliga euch an unserer Seite gehabt und wollen diese Gelegenheit jetzt natürlich auch einfach mal nutzen. Einerseits um euch oder dir die Möglichkeit zu geben, Axions unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zugänglich zu machen, vorzustellen und eben auch mal zu beleuchten, wie kam es zu dieser Partnerschaft, ja. Was beinhaltet diese Partnerschaft eigentlich und was steckt denn eben hinter Axions, was bisher vor allen Dingen natürlich durch eure Präsenz in unseren Streams oder eben über die Player-Spotlights, die ja auch schon das ganze Jahr über veröffentlicht wurden, dem einen oder anderen wahrscheinlich schon aufgefallen sind, da auch an dieser Stelle gerne mal Ausrufezeichen Spotlights in den Chat, dann könnt ihr da auch direkt zu allen Player-Spotlights kommen. Aber deshalb meine erste Frage an dich. Es ist wahrscheinlich die größte und weit umgreifendste. Was oder wer ist eigentlich Axions und was macht ihr? Ja, es gibt noch diesen Spruch, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ne? So ähnlich ist das hier. Nein, Spaß beiseite. Danke für die Möglichkeit, das zu erklären, was wir sind. Wir sind eigentlich ein Brand. Ne? Wir sind erstmal eine Marke. Und zwar sind wir die Marke für IT- und Telekommunikationsdienstleistungen von einem großen Weltkonzern. Dieser Weltkonzern heißt Wangxi, zu Deutsch Vinci. Der hat noch eine Sparte, die heißt Wangxi Energies. Und was macht dieser Konzern? Dieser Konzern ist weltweit ein Gigant, ich sag mal, für Bau, aber auch für multitechnische Systemintegration, für Dienstleistungen. Vinci ist der größte Bau- und Mischkonzern der Welt außerhalb Chinas. Also ein riesiger Konzern, der ja in über 120 Ländern der Welt 50 Milliarden Euro umsetzt und der dann natürlich verschiedene Sparten und verschiedene Marken hat, um das Geschäft zu strukturieren, um nah beim Kunden zu sein, um auch die Kompetenzen in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen halt zu bündeln. Und die Marke für diesen Geschäftsbereich ICT ist die Marke Axions, die es in Europa und weltweit seit 22 Jahren gibt und die versucht, im B2B-Umfeld und auch im B2G, also im Business-to-Government-Umfeld, einfach alle Dienstleistungen, die dieser große Konzern bieten kann,
zu bündeln und mit einem starken Außenbild bereitzustellen. Vielleicht darf ich noch erklären, was die Axiangst eigentlich macht, weil das macht es dann, glaube ich, greifbar. Ja, selbstverständlich. Ne? Ich bitte darum. Ja, gerne. Ja. Axiangst ist, glaube ich, eins der wenigen Unternehmen da draußen, und dafür stehe ich auch, und dafür stehen über 2000 Kollegen in Deutschland, Kollegen und Kolleginnen, die eigentlich vom Glasfaserausbau, vom Breitbandausbau, vom Kabelverlegen unter der Erde, Mobilfunktürme aufbauen, bis ins Data Center, bis in die Softwareentwicklung, bis zu Cybersecurity, Enterprise-Netzwerken, alles macht. Also es gibt wenige Unternehmen, glaube ich, da draußen, die so eine breite Portfolio-Breite oder ein Portfolio haben. Viele spezialisierte Softwareentwickler, Startups, auch Montage- und Tiefbaufirmen, aber Axiangst bietet alles aus einer Hand. Und das macht diese absolute Vielfalt hier aus, in der ich jeden Tag arbeiten darf. Und aber auch den Grund, warum wir uns bei der Uniliga engagieren, um das gleich zu sagen. Denn wir leben ja davon, dass wir Menschen haben, die diese Dienstleistungen erbringen. Und wir fühlen uns als Heimat und Arbeitgeber für Menschen unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher Kompetenzen in 27 Ländern auf der Welt zu Hause. Und das treibt uns an, auch gerade die jüngeren Generationen, auch die Studenten, denn ein hoher Teil der Studenten, die in der Uniliga organisiert sind, sind ja Informatik, IT, auch Maschinenbau, Elektrotechnik Studentinnen. Und das reizt uns natürlich, mit denen in Dialog zu gehen. Absolut. Es klingt einfach nach einer logischen Konsequenz. Und ich bin auch mir sicher, dass sicher der ein oder andere oder die ein oder andere zwischendurch hier vielleicht auch mal eine Frage hat. Also an dieser Stelle auch gerne der Hinweis. Sehr gerne. Werde ich bestimmt noch mehrfach erwähnen. Falls wir hier gerade abschweifen und da aus dem Nähkästchen plaudern, schreibt auch gerne Fragen, die ihr haben solltet, entweder an die ich dann an Nils weiterleiten kann, in den Chat. Denn da wird es sicherlich das ein oder andere geben. Es sei denn, du schaffst es tatsächlich, alle Fragen zu beantworten hier im Laufe dieses Talks. Das wäre natürlich auch gut, wenn jeder ohne Fragen zurückbleiben kann. Aber jetzt hast du ja schon erzählt, quasi wie Axiangst quasi aufgebaut ist, was ihr alles macht. Wie bist du persönlich bei Axiangst gelandet? Du hast schon so, man merkt, du bist auf jeden Fall, du brennst quasi für die Vielfalt, die euer Unternehmen bietet. Aber wie ist dein Weg gewesen? Wie kam es dazu, dass du bei Axiangst gelandet bist? Ja, also ich hatte mich eigentlich schon an meiner Uni-Zeit, ich habe an der Technischen Universität Ilmenau in Thüringen studiert, immer für diese Verbindung interessiert, die unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft hier ausmacht und nach vorne bringt, nämlich die Verbindung aus Technik, aus Kommunikation, also auch Journalismus. Ich war selber im Journalismus tätig früher, habe für den Stern zum Beispiel eine Zeit lang gearbeitet, auch im IT-Bereich, im Fachjournalismus gewesen, und Kommunikation und Wirtschaft. Weil diese drei Säulen, finde ich, im Zusammenspiel machen uns als Land, aber auch international stark. Und oft gibt es Menschen, die in einem Bereich gut sind, ne, die ein Spezialist sind. Mit denen rede ich gerne, die finde ich auch hier bei Axiangst, aber auch an den Unis, jetzt bei den Studenten sehr, sehr stark vor. Aber mich hat immer interessiert, alles drei im Bermuda-Dreieck zusammenzubringen und die Synergien, wie das so schön heißt, also das Netzwerk zu erschließen und die Menschen nach vorne zu bringen, ne, mit meinen Fähigkeiten. Und dann nach dem Studium, wie gesagt, habe ich als Journalist gearbeitet und bin aber dann aufgrund der großen Medienkrise in den Nullerjahren, alles ging in Richtung Online, die Werbebudgets sind von den Printanzeigen weggegangen nach Online, da hat sich viel verändert, bin ich ins Marketing gegangen, 2008 bei einem Software-Lizenzhändler aus Leipzig, die heute zur Software One gehören, einem großen Konzern weltweit. Und 2013 bin ich bei einer Gesellschaft, die Axiangst die zur Axiangst heute gehört, eingestiegen im Marketing. Die Axiangst, musst du wissen, hat in Deutschland 20 GmbHs. Ja, weil das Portfolio so breit ist, bestehen wir heute aus 20 Firmen, über 40 Business Units, 48 sind es, glaube ich. Und in dieser Breite habe ich mich dann in Marketing und Kommunikation entwickeln können, und seit 2018 trage ich die Gesamtverantwortung für den Marktauftritt in Deutschland. Okay, also ein steiler Werdegang, auch bei dir, Step by Step, aber hast dich selber auch immer quasi angepasst an die Gegebenheiten, wie es scheint. Und du sprichst ja auch gerade schon ein bisschen an, diese Digitalität, die letztendlich auch dich in diese Position gebracht hat, an der du jetzt
in der du jetzt letztendlich bist, oder gezwungenermaßen aus dem Journalismus quasi in die Digitalwelt dich auch gedrängt hat. Wo genau? Vielleicht, wenn ich das sagen darf, Bertin, was halt das Faszinierende ist an dieser ITK- oder ICT-Branche, finde ich, wenn du ein Game spielst oder einen Film über Netflix streamst, du nutzt ja eine digitale Infrastruktur. Ne? Unser Leben mittlerweile in der Pandemie, aber auch schon vorher, findet zu vielen Teilen des Alltags digital statt. Aber wer baut denn diese digitalen Infrastrukturen? Wer schreibt den Code? Wer baut die Netzwerke beim deutschen Internetknoten auf, über die irgendwie 10 Terabyte pro Sekunde Daten schießen, wenn wir alle gamen und spielen? Wer macht das denn? Und das sind die Menschen, die ich so wertschätze, die hier um mich herum arbeiten. Und ich glaube, da ist es echt ein Privileg, Teil davon sein zu dürfen. Das klingt auf jeden Fall nicht nur nach einem spannenden Arbeitsfeld, sondern vor allen Dingen auch, ja, so nach einer spannenden Geschichte. Man nimmt das immer alles als gegeben. Gerade wahrscheinlich die jüngere Generation, zu der ich mich auch noch zählen möchte, wenn ich das darf. Merkst du das wahrscheinlich, denkt da eben, wie du sagst, häufig gar nicht so richtig drüber nach, wo das alles herkommt, beziehungsweise wer alles dahinter steckt. Ja. Und da hoffe ich natürlich, dass wir heute auch so im Laufe des Abends einen kleinen Einblick bekommen und vielleicht auch darauf, dass das ein oder andere Mysterium vielleicht noch lüften können. Aber wenn man jetzt die Uniliga und Axions betrachtet, klar, wir haben schon sehr viele Gemeinsamkeiten, die du auch schon so ein bisschen angeteasert hast, die wahrscheinlich Themen, die sowohl uns von der Uniliga als auch euch von Axions bewegen oder interessieren. Aber was fasziniert dich persönlich, bevor wir dann auf das Große und Ganze, auf Axions eingehen, ja, was fasziniert dich denn so am E-Sport oder an der Gaming-Branche, an der Uniliga jetzt im Speziellen? Ja, ich finde, das ist einfach ein wunderschönes Beispiel dafür, wie aus eigenem Engagement, wir haben hier auch Grundwerte bei Axions und bei Vinci und Unternehmergeist ist einer dieser Grundwerte, aber auch Verantwortung, wie Menschen aus der Uni-Szene, ich glaube 2014 war es, selber das Heft Handelns in die Hand genommen haben und gesagt haben, Mensch, es gibt so viele Gamer da draußen, es ist so ein verbindendes Hobby, ein Interesse, wo man sich so stark entwickeln und einbringen kann. Jeder Mensch in unterschiedlicher Form mit einer Vielfalt wirklich an Games, an Formaten. Wir gründen im Grunde aus eigenem Antrieb heraus diese Uniliga, organisieren uns an den deutschen Hochschulen und bauen halt sukzessive eine echte Plattform auf, die wirklich Talenten, aber auch einfach interessierten Gamern die Möglichkeit bietet, ja, eine soziale Heimat zu finden, sich zu vernetzen, sich zu entwickeln und Spaß zu haben. Das ist wirklich beeindruckend, wie innerhalb weniger Jahre diese große Community aufgebaut wurde und wie einfach sich der E-Sport und das Gaming in Deutschland jetzt mal weiter professionalisiert hat. Weil man sagen muss, als ich in den 90er Jahren mit Casual Gaming angefangen habe, ne, da ging es eher darum, wie stecke ich die PCs mit BNC-Kabeln so zusammen und montiere die Abschlusswiderstände, dass ich eine LAN-Verbindung hinkriege, ja, dass ich Counter-Strike überhaupt starten kann. Das war das Erlebnis. Aber wir haben uns natürlich weiterentwickelt und ich glaube, ihr seid einfach so ein Hub, so ein Katalysator für Talente, die ihr Hobby zum Hobby machen wollen oder vielleicht später zum Beruf. Ihr könnt das bieten. Ne? Aber das ganz interessant, weil du es schon angesprochen hast. Das heißt, auch du hast eine persönliche Verbindung oder Vergangenheit, sag ich mal, im Gaming oder sogar vielleicht im E-Sport, wobei E-Sport war damals natürlich nicht unbedingt präsent, aber du hast zumindest Titel gespielt, die offenbar jetzt heute zu großen E-Sport-Titeln herangewachsen sind. Ist das richtig? Genau, also das ist so. In meiner Zeit, wie gesagt, ging es wirklich noch um die physischen LANs. Das Online-Gaming, das gab es noch nicht so in der Form, wurde dann natürlich mit dem Aufstieg des Internets auch populärer. Und man hat einfach angefangen, sich diesen komplett neuen Sport, dieses Hobby zu erschließen. An meiner Schule damals, Leipzig, haben wir angefangen, die Rechner zu vernetzen. Wir haben natürlich mit Games experimentiert, weil es für uns das Neue wirklich war, dass man kollaboratives, digitales Spielerlebnis nicht an der Konsole, sondern in der Vielfalt, die der PC uns geboten hat, haben konnte. Und wir haben natürlich angefangen mit Counter-Strike, als es noch Counter-Strike hieß und nicht CSGO. Wir haben angefangen mit Titeln wie Need for Speed, mit Diablo. Wirklich den kompletten Genre-Mix haben wir ausprobiert.
ich muss sagen, meine Freunde sind viel besser als ich. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die heute beim Fraunhofer-Institut oder an Unis arbeiten, weil die immer die besseren Gamer waren. Aber ich hatte immer den meisten Spaß. Das ist mir nie weggegangen. Ja, diese Erinnerung. Ich würde sagen, den kann dir zum Glück keiner nehmen. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, etwas, was der ein oder andere heute vielleicht nicht mehr ganz so viel hat. Spaß trotz der Niederlage. Das ist eine gute Eigenschaft, die man sich erhalten sollte. Denn das macht es im Leben auch leichter, auch im Scheitern noch Spaß haben zu können. Ja. Aber okay, was, das heißt, was ich noch sagen wollte, was für mich halt auch toll ist, ich bin jetzt 40, habe eine kleine Tochter zu Hause. Wenn man jetzt von heute darauf schaut und einfach schaut, wie sich das entwickelt hat mit Kanälen wie Twitch, wo man Games live verfolgen kann, wo man auch einen Dialog um die Games, also einen Austausch, eine Kommunikation, die ihr hier betreibt, organisiert hat, dann ist es einfach das Spielen in der dritten Dimension. Und ich muss sagen, da hat sich doch viel weiterentwickelt und ich bin dankbar und stolz, wie ihr das vorangetrieben habt an der Stelle, ne? Weil das hätte auch ganz anders laufen können. Heute sieht man ja auch Gamer als Menschen, die intellektuell was auf dem Kasten haben. Früher war das vielleicht noch der Nerd, der in der Ecke steht und irgendwie am Computer frickelt, ne? Dieses Image hat sich auch total verändert. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da haben natürlich nicht nur wir, sondern auch viele andere Institutionen, gerade in Deutschland, ihren Teil dazu beigetragen, dass dieses verstaubte Image des Kellerkinds mittlerweile zum Glück der Vergangenheit angehört. Ich glaube, so, das kann man auf jeden Fall sagen. Und vor allen Dingen natürlich die Szene auch immer diverser wird, immer breiter aufgestellt ist. Ich habe noch ganz viele Anschlussfragen. Ich sehe auch, dass im Chat schon die ersten Fragen auftauchen. Cool. Die Frage von Artsy, die stelle ich noch hinten an. Ich habe sie gesehen. Ich werde aber da sowieso später noch näher drauf eingehen. Deswegen, bevor wir uns hier im Themenfeld überschlagen, bleib auf jeden Fall dran. Da werden wir später definitiv noch drüber reden. Ich habe auch schon eine schöne Frage. Habt ihr ein Maskottchen? Da hat Axions ein Maskottchen, denn der Uniliga fehlt aktuell noch eins. Wir suchen schon sehr lange nach einem Maskottchen. Habt ihr eins, was ihr uns abgeben könnt? Also wir haben kein Maskottchen für die Brand, aber wir haben ein Maskottchen für eine tolle Kampagne, die wir gemacht haben, wo es um Unternehmensnetzwerke geht. Wir haben, das muss ich kurz erklären und dann komme ich zum Maskottchen. Wir haben viele Kunden im Bereich sogenannte Enterprise-Netzwerke, wo wir LAN- und WLAN-Installationen vermessen, für Unternehmen, für Hochschulen bauen. Wir haben auch hier für diese Brand Carhartt Work in Progress zum Beispiel die Stores ausgestattet, betreiben das alles in so einem Managed-Service-Ansatz. Und für diese Kampagne haben wir einen Astronauten im Kostüm auf unsere Veranstaltung eingeladen, den wir dann auch in der digitalen Kampagne in dem Film porträtiert haben. Dieser Astronaut steht natürlich für die Reise in die Zukunft, für den Technikoptimismus. Und ich kann verraten an der Stelle, dass der ein oder andere Mitarbeiter auch schon in dieses schwere Astronautenkostüm, was ich euch gerne im Nachgang nochmal reinschicke, auch schon reinschlüpfen durfte und da ordentlich geschwitzt hat. Du aber wahrscheinlich nicht. In dem Falle nicht, nee. Nein, okay. Du hast es geschafft, dem Kostüm zu entgehen. Aber ja, ein Astronaut, das finde ich jetzt auch gar kein schlechtes Maskottchen. Das würde eigentlich auch zur Uniliga passen, wenn du mich fragst. Also wir sammeln weiter Ideen und vielleicht kommen wir da irgendwann noch auf einen gemeinsamen Nenner und entwickeln noch ein Maskottchen in Kooperation mit euch. Das wäre sehr interessant. Aber um wieder zu dem Aspekt zu kommen, den du vorhin angesprochen hattest, die gemeinsamen Themenbereiche oder die Art und Weise, inwiefern wir jetzt, sag ich mal, vor allen Dingen im E-Sport, in der deutschen Gaming-Szene, versuchen, Strukturen aufzubauen. Ihr schafft ja letztendlich auch Strukturen. Ist das so ein Themenbereich, bei dem, weswegen du gedacht hast, okay, das ist auf jeden Fall ein super Fit, Uniliga und Axions, und du hast diesen Zusammenhalt vorhin schon angesprochen, diese Teamarbeit. Gibt es noch andere Bereiche oder gibt es irgendwas, was du besonders, wo du sagst, so, das ist das, wo ich mir gedacht habe, deshalb ist Uniliga interessant für uns als Axions? Also was macht quasi uns interessant für euch in dem Moment? Ja, danke für die Frage. Es gibt mehrere Ebenen der Verbindung, die sich da relativ schnell erschlossen haben, ehrlich gesagt. Auch nicht nur mir, sondern unserer Personalleiterin, unserem CEO Jacques Diaz, also allen, denen man das Thema hier vorgestellt hat. Erstmal ist es so, wir entwickeln Software. Wir bauen digitale Infrastrukturen. Wir sind ein ICT-Dienstleister. Was sind Computerspiele?
ein Stück Software, ne, die irgendwo laufen muss und die ständig weiterentwickelt werden muss. Also es gab eine fachliche Ebene. Dann, wir sind Partner und arbeiten natürlich mit Hochschulen selber zusammen, um Talente und Nachwuchs zu entwickeln, zu rekrutieren. Das geht von dualen Hochschulen in Baden-Württemberg, zum Beispiel in Ulm oder Heidenheim, über technische Hochschulen in Bonn, zum Beispiel im Bereich Elektrotechnik, Telekommunikationstechnik, bis hin zu ganz verschiedenen Hochschulen, wo wir dann sagen, wir haben eine Ausbildungspartnerschaft, wir haben duale Studenten, die dann bei uns arbeiten, gleichzeitig Bachelor studieren. Also auch diese Ebene gibt es. Wir interessieren uns einfach für die Hochschulen im Land und sehen die als Partner. Sieht man ja auch in den USA, da ist diese Bindung, finde ich, zwischen Hochschulen, Unternehmen noch viel, viel stärker ausgeprägt. Ja. Und man sieht ja, was das im Technologiebereich für Entwicklungen hervorbringen kann. Stichwort Silicon Valley und Co. Also das interessiert uns natürlich, dieses enge Ökosystem. Und das Dritte ist natürlich am Ende des Tages, viele der Talente, die spielen in den Teams oder alleine, gehören eigentlich zu Studiengängen, wo am Ende Menschen in den Beruf einsteigen können mit all ihren Fähigkeiten, die einfach für uns sehr attraktiv sind, weil sie Kompetenzen haben, die wir in Deutschland viel, viel mehr brauchen. Und deshalb engagieren wir uns da. Und das Letzte sind natürlich vielleicht unsere Grundwerte und unsere Kultur. Wir stehen als Arbeitgeber absolut für das Paradigma, du bist das, was du leistest. Es ist egal, wer du bist, wo du herkommst, wie du aussiehst, wie deine sexuelle Orientierung ist, aus welchem Land du kommst, wie du politisch eingestellt bist. Es spielt keine Rolle. Wir sind total divers und schätzen auch Diversity und Gleichberechtigung gleichzeitig aller Kolleginnen und Kollegen. Und das sehen wir absolut bei der Uniliga. Da geht es um die Sache, da geht es um den Spaß. Wir sehen diese Vielfalt, wir sehen auch Frauen, die zunehmend bei euch aktiv sind, Mädchen. Das ist genau die Identität, die wir als Arbeitgeber unterstützen wollen. Ne? Und diesen Fit sehe ich halt auf mehreren Ebenen. Absolut. Ich glaube, da sprechen wir auf jeden Fall eine Sprache, sind uns einig. Ist ja auch immer noch etwas, was gerade im E-Sport ein sehr großes Thema ist, was wir auch hier schon in mehreren in Talks auch unter anderem schon behandelt haben. Gerade Diversity im E-Sport, etwas, was immer mehr im Kommen ist, also was immer mehr gefördert wird zum Glück, was auch lange Zeit nicht so war. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch Frauen im E-Sport betrachtet, hat sehr lange gedauert, bis diese dort auch ein gewisses Standing einfach erreichen konnten, weil die Szene vorher so männlich dominiert war quasi. Und umso wichtiger und schöner und ist, glaube ich, auch gerade dieses Engagement. Und da ist sicherlich etwas, was wir mit euch zusammen auch bisher sehr gut umgesetzt haben oder auch umsetzen möchten, diese Breite und diese Vielfalt des E-Sports eben auch darzustellen und zeigen zu können und da natürlich einen Partner in euch an unserer Seite zu haben, der das lebt im eigenen Unternehmen, ist sicherlich etwas, wovon beide Seiten hier profitieren können und auch hoffentlich noch in Zukunft weiter ausbauen werden. Und wenn ich das sagen darf, das ist jetzt wirklich nicht nur Storytelling oder so. Wenn man sich anguckt, die IT, guckt euch mal das Apollo-Programm aus den 60er Jahren an, wer da die Software entwickelt hat für die Apollo-Mission. Das waren Frauen ganz vorne dran. Guckt euch an, wer bei Axians auch Business Units leitet. Das sind natürlich Männer und Frauen. Also wir haben eine Frau, die leitet unsere Lager- und Logistik-Unit für den Telekommunikationsbereich. Wir haben eine sehr geschätzte Kollegin, die leitet das SAP-Consulting-Geschäft. Aber immer mit den Männern gemeinsam. Uns geht es nicht um entweder oder, sondern uns geht es nur darum, wirklich alle Kompetenzen in Teams, in Projekten, im Scrum-Ansatz zu erschließen. Und da ist es einfach viel besser, wenn wir Diversity leben, anstatt nur drüber zu reden. Ne? Und das ist, glaube ich, der Trend, den du im E-Sport, im Gaming auch beschreibst. Einfach leben, nicht so groß drüber reden. Ne? Genau. Absolut. Da ist sicherlich gerade im Gaming- und E-Sport-Bereich auch an der einen oder anderen Stelle noch Nachholbedarf, aber was sich da in den letzten Jahren getan hat, ist schon immens und ich auch gerade in diesem Jahr finde ich, das war ein sehr gutes Jahr für Diversität im E-Sport. Ich sehe auch gerade allerdings noch eine Frage im Chat, die ich gerne einwerfen würde, von Niklas, der gefragt hat an dich, hat euch euer Engagement im E-Sport schon mal bei einer B2B-Kundenansprache geholfen? Also ist das schon jetzt ein Thema, vielleicht muss, oder nicht unbedingt jetzt eben, dass ich euch irgendwo geholfen habe, aber ist es ein Thema, wo du merkst, dass es jetzt generell auch
vielleicht bei Kunden oder im Business-Umfeld immer relevanter wird? Also es ist eigentlich die perfekte Frage. Vielen Dank dafür. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich eine eigene Sendung drüber machen, zum kleinen Marketing-Consulting-Workshop, aber ich versuch's mal kurz. Wir sehen das, weil auch da, auch Kunden, selbst in der öffentlichen Verwaltung, wo wir 18% Marktanteil in Deutschland als Axians haben mit einem Produkt namens Informa, da gibt es viele Kunden, die in der Verwaltung sitzen, im Finanzamt oder in einem anderen Amt oder in der IT, die auch jünger oder älter sind als wir alle, und die spielen. Ne? Die spielen in ihrer Freizeit, die haben früher gespielt, und dann kommst du im Smalltalk ganz anders in auch einen persönlichen Kontakt mit diesen Kunden. Und wir werden darauf sicher ja noch kommen. Wir denken da auch über Formate und Gaming-Formate mit Kunden nach, weil wir einfach sagen, es gibt auch eine private Vernetzung, vielleicht nicht im öffentlichen Bereich, sondern auch in der privatwirtschaftlichen, im Kundensegment, wo man sich einfach die Bindung zum Kunden anders erschließen kann. Über dieses Thema, also ganz klares Ja. Und wir haben auch, es war überraschend für mich, als wir die ersten Gaming-Events selber intern durchgeführt haben, wie viele Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte selber total Gaming-affin sind, wie viele selbst spielen oder Kinder haben in ihrer Familie, die zum Teil auch in der Uniliga mitmachen. Also es war wirklich überraschend. Und dann habe ich mir die Statistiken angeschaut von Nielsen und Co. Und ich glaube, 20 bis 25 Millionen der Deutschen haben schon mal ein Computerspiel gespielt. Also ein großer, großer Teil. Nicht alle natürlich professionell und in der Hochschule schon. Aber wir haben einfach eine riesige Zielgruppe da draußen, von der wir gar nichts wussten bis vor kurzem. Das freuen wir uns natürlich, dass wir euch auch dass geholfen haben, ja. Euch dahin näher zu bringen. Also das ist ja letztendlich auch unser Ziel. Wir wollen euch ja auch quasi näher ranbringen an diese doch sehr vielfältige und große Branche. Jetzt haben wir eben gerade schon so ein bisschen über die Schnittstellen gesprochen. Und weil du gerade eben auch davon gesprochen hast, wie ihr eben gemerkt habt, wie sehr intern das Ganze sich jetzt auch so ein bisschen entwickelt hat im Laufe der Zeit oder auch gerade als Teil dieser Kooperation. Was würdest du denn sagen, wie hat sich die Wahrnehmung innerhalb des Unternehmens, innerhalb Axians, vielleicht auch gerade mit Blick auf die Pandemie, denn auf die Gaming-Szene oder die E-Sport-Branche verändert? Also erstmal war es völlig sehr auffällig, dass immer dann, wenn wir mit der Uniliga selbst oder zum Beispiel auf den Summer Finals waren, wir zugegen konnten auch mit Spielern und Spielerinnen diskutieren, wenn wir mit euch in Touch gegangen sind, dass wir eigentlich begeistert waren, wie positiv, konstruktiv und einfach offen ihr seid und alle, die wir kennenlernen durften, auch zu diesem Thema, wie verbinde ich eigentlich private Interessen und berufliche Interessen, ne? Weil am Ende auch ein Student hat ja einen Job, nämlich sein Studium, wenn ich das so sagen darf. Und das Gaming ist ja seine Passion, die er nebenbei oder auch nächtelang zum Teil ausführt. Und da hat uns einfach diese Power gepackt, ne? Wenn wir mit euch in Touch gekommen sind. Gleichzeitig war es aber so, dass wir eben in der Pandemie auch angefangen haben, darüber nachzudenken, wie vernetzen wir denn unsere Mitarbeiter, wenn sie nicht ins Office konnten. Wir hatten zwar immer Mitarbeiter, die beim Kunden in die Rechenzentren gegangen sind, die unsere Telekom- und Mobilfunkbaustellen bearbeitet haben, die Monteure, die Bauleiter, die waren immer draußen und da waren wir auch stolz drauf, aber trotzdem hatten wir eine Herausforderung, wie schaffen wir die Identität, wie erhalten wir das Betriebsklima und wie schaffen wir verbindende Elemente, weil wenn du dir vorstellst, Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, Network-Events in der Geschäftsstelle nach Dienstschluss sind alle weggefallen. Und da kamen wir eigentlich in der Pandemie darauf, dass wir nicht nur Online-Konferenzen machen müssten, sondern dass wir wirklich Erlebnisse schaffen müssen im Digitalen. Und da war es natürlich sehr naheliegend, auch durch die Beratung unserer Agenturen in Front an der Stelle, sich mal das Thema E-Sport anzunehmen und zu probieren, ob wir in Bereichen des Unternehmens auch mit Afterwork-Events, mit digitalen Gaming-Events für große Zahlen von Mitarbeitenden, ob wir damit Interesse wecken können. Und ich kann euch sagen, das war echt ein mega Impact, den wir da hatten. Und dann sind wir natürlich näher rangerückt an diese ganzen Aktivitäten als Teil unserer Unternehmenskultur. Und was kann ich mir da unter so einem Event vorstellen? Also wie sah das dann quasi in der Praxis aus? Mhm.
Das war halt auch eine interessante Diskussion in der Entwicklung. Was machen wir? Und dann haben wir natürlich gesagt, es gibt Mitarbeiter, die selber League of Legends spielen, die selber Powergamer sind, die wirklich viel und häufig spielen. Aber wenn du natürlich in die Breite gehst, einer Firmengruppe mit 2000 Mitarbeitenden, dann hast du natürlich ganz viele Menschen, die selten irgendein spezielles Spiel auf dem Handy oder auf dem PC zocken und manche, die gar nicht spielen. Und wir hatten die Idee, wir fangen niedrigschwellig an. Das bedeutet, wir machen ein Format, was wirklich jeden erreichen kann. Und das haben wir im Geschäftsbereich Public Software rund um den Produktbereich Informa probiert. Da haben wir für ca. 300, 400 Mitarbeitende wir nennen das Axians Game Night gemacht. Also einen Abend, 2-3 Stunden, wo wir uns in der Plattform Gethertown getroffen haben, mit den kleinen Avataren, die man dort hat, auch eine Axians Welt dort gebaut haben. Ne? Das digitale Rathaus war das dort, das war ganz cool und spacey. Und dann haben wir ein Escape Room Game in verschiedenen Gruppen gezockt, haben dann Preise verlost und haben die Preise an soziale Einrichtungen dann gespendet. Also die Gewinner haben ihre Preise gespendet. Und da waren bestimmt 200-300 Leute den ganzen Abend virtuell zusammen und hatten Spaß und haben gesagt, das müssen wir wieder machen. Ne? Und es hat einfach uns gestärkt, als Firmengruppe mit einer tollen Corporate Identity durch diese Pandemie zu gehen. Und jetzt planen wir schon weitere Events. Okay, ich wollte gerade sagen, das heißt, das war jetzt natürlich etwas, was euch vor allen Dingen in der Pandemie beschäftigt hat. Ist das jetzt, weil du es schon angeteasert hast, was ihr jetzt weiter ausbaut oder was ihr zumindest so fortsetzt? Vielleicht können wir da schon so einen kleinen Teaser, kleinen Ausblick liefern. Also haben diese Events jetzt quasi einen derart bleibenden Eindruck dann auch hinterlassen bei der gesamten Belegschaft? Also in den Teilen der Belegschaft, die teilgenommen haben an diesem Event, wie gesagt, wir haben ca. 2000 und knapp 400 waren drin, haben wir Umfragen gemacht und die Resonanz war sehr positiv. Da geht es natürlich immer darum, neue Formate auszuprobieren. Also wir wollen jetzt auch mit dem, ich glaube, Geogesser heißt das, neues Spiel testen, einfach neue Formate, neue Erlebnisse schaffen. Das war so ein Feedback, einfach ein bisschen weiterzugehen in der Interaktion, in dem auch immersiven Erlebnis des Spiels und ich sag mal nicht nur ein Escape Room zu machen, sondern einfach mehr Erfahrung zu bringen. Das bedeutet, es wird eine zweite Game Night geben jetzt im Januar, die genau da ansetzt und das Spielerlebnis, den Spielspaß, das Eintauchen ins Game weiter ausbaut. Gleichzeitig sagen wir natürlich auch, die physischen Vor-Ort-Gaming-Elemente sind wichtig. Also wir überlegen, ob wir auf Sommerfesten zum Beispiel auch Gaming-Konsolen oder Installationen oder Contests machen. Wir sind natürlich jetzt auch, ich fahre da selber morgen hin, auf der DreamHack präsent, gucken uns mal an, was sozusagen die großen, mega physischen Game-Events, wo Tausende von Gamern zusammenkommen, was die möglich machen. Weil wir sagen, natürlich ist es wichtig, jetzt auch wieder physisch zusammenzukommen. Wir haben Sommerfeste, Weihnachtsfeiern jetzt wieder. Und da sind Gaming-Elemente immer schon Teil der Planung geworden. Das ist eigentlich das Neue. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn wir auch mit zum Beispiel mit Mitarbeitern, die vielleicht mit der Uniliga coole Software zusammen entwickeln können oder in Dialog treten können mit Informatikstudenten oder Ähnlichem, dass wir auch auf euren Events, ihr habt ja eine riesen Palette an Events, stärker mitmachen. Das sind so die unterschiedlichen Ansätze, die wir sehen. Aber die Digital-Events online in unserer Firma, auch mal der schnelle Zock in der Mittagspause oder so, das ist absolut möglich. Und da organisieren sich die Kolleginnen hier auch selbst. Wir haben in vielen Bereichen Vertrauensarbeitszeit, wo du halt auch als Mitarbeiter selber entscheiden kannst. Wie gestalte ich meine Pause zum Beispiel? Wie stelle ich mein Arbeitsergebnis fertig? Und überall da können Kolleginnen natürlich auch E-Sport-Games nutzen. Ja. Okay, also das wäre jetzt direkt bei der nächsten Frage schon eigentlich gewesen. Also hat sich da tatsächlich auch schon bei Einzelnen jetzt wirklich was auch, sag ich mal, verändert? Also ist das jetzt quasi schon so ein bisschen Teil der Kultur fast schon geworden, kann man sich das vorstellen, durch die Pandemie, dass ihr das Ganze so ein bisschen, ja, fast schon zelebriert? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Gute Frage. Ich will nicht übertreiben. Es ist, glaube ich, teils, ne? Weil es gibt einfach viele Menschen, die gerne in dieser digitalen Welt auch sind und dort auch gerne zusammenkommen. Wir haben zum Beispiel auch Führungskräfte-Events gemacht, wo wir dann
Quiz-Elemente und auch collaborative Networking-Events eingebettet haben. Aber viele Mitarbeiter sagen halt auch, ich will schon physisch mit meinen Kolleginnen zusammenkommen, ich will die sehen, ich will die anfassen können, sage ich jetzt mal. Und da sind auch so Geschäftsstellen wie in Hamburg, da haben wir eine coole Geschäftsstelle mit einem Open-Space-Büro, wo halt alle in einem Raum sitzen, natürlich akustisch getrennt. Die sind auch wichtig geworden. Ne? Und da ist das Gaming jetzt natürlich eher Nebensache, weil wir dort ja arbeiten und netzwerken. Aber ich sage ganz klar, also ein Drittel bis ein Viertel der Mitarbeitenden, die haben sich da dem E-Sport jetzt geöffnet. Und wie gesagt, die wollen auch weitere Events mit Kolleginnen machen und Spaß haben und sich auch mit Kolleginnen auf diesem Weg vernetzen und austauschen. Weil wir auch gerade, war das natürlich jetzt vor allen Dingen durch die Pandemie auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen begünstigt, aber vielleicht ja aus der Not herausgeboren wurde. Das trifft es vielleicht eher. Und ich vorhin die Frage im Chat gesehen habe, die auch gestellt wurde, wie hat sich denn generell die Pandemie auf euch ausgewirkt oder vielleicht auch gerade auf die Branche? Also war das jetzt eher ein harter Schlag für euch oder hat es das vielleicht sogar eher vorangetrieben? Ja, also die Digitalisierung als großes Buzzword wurde ja durch die Pandemie in Summe eher beschleunigt. Alle Unternehmen, auch ganz klassische produzierende Betriebe, Verwaltung zum Beispiel, das Rathaus war geschlossen, also alle Unternehmen hatten einen höheren Digitalisierungsdruck. Und da wir ja ein Partner sind, ein Dienstleister für genau diese Unternehmen, hatten wir eigentlich eher mehr Nachfrage, weil alle jetzt, sag ich mal, schneller Cisco-Hardware haben wollten oder ihr Rechenzentrum remote managen wollten oder die Verwaltung Online-Cloud-Applikationen bereitstellen musste, damit der Bürger halt nicht mehr ins Rathaus kommen muss. Also die Nachfrage ist eigentlich hochgegangen und da haben wir eigentlich teilweise sogar positive Effekte verspürt, weil wir ja ein Partner sind dieser Unternehmen. Aber natürlich, wenn du dir anguckst, wo kommt die ICT-Infrastruktur her? Die Server, die Router, die Kabel, der Stahl für die Mobilfunktürme auf den Hausdächern. Das kommt halt aus Ländern auf der Welt, die natürlich sehr stark von der Pandemie betroffen waren oder noch sind. Und wir haben natürlich schon mit gestörten Lieferketten, wie viele Unternehmen auch, zu tun gehabt, mussten da umdisponieren, mussten da, wo wir Material einkaufen, zum Beispiel im Lagermanagement optimieren, dass wir mehr vorrätig ins Lager legen, von Stahlschellen über Stahlträger bis hin zu Rechenzentrumshardware. Da mussten wir sozusagen cleverer planen. Aber in Summe muss ich sagen, das haben unsere Führungskräfte und Bereiche wirklich gut gemanagt und wir konnten alle Kunden bedienen. Aber es ist wirklich ein Thema, auch die Chip-Krise, die uns da zu schaffen macht, weil die Lieferfristen, die du den Kunden garantierst und garantieren musst, die sind natürlich teilweise schwer zu halten gewesen. Ne? Aber das verbessert sich aktuell, weil natürlich auch in vielen Ländern auf der Welt Chipfabriken neu gebaut werden, wo die Pandemie halt auf dem Abschwung ist und wir das Angebot sich wieder verbessert aktuell. Ja, ja, ich glaube, das ist was jeder Einzelne auch gerade alle Gamer da draußen mitbekommen haben, spätestens dann, wenn es darum ging, wo man sich denn die nächste Grafikkarte denn endlich wieder besorgen könnte. Da war ja wirklich die Hölle los, gerade zu Beginn oder in den ersten 2 Jahren der Pandemie. So langsam klingt das Ganze ja zum Glück eben, wie du sagst, nicht nur bei euch, sondern auch wahrscheinlich bei jedem Einzelnen wieder etwas mehr ab. Aber es ist natürlich trotzdem ein bleibender Eindruck, der entstanden ist dadurch. Auch wenn er positive Nebeneffekte natürlich mitunter hatte, wie vielleicht, dass sich bei euch neue Möglichkeiten und neue Verbindungen auch unter den Mitarbeitenden natürlich ergeben haben durch, sag ich mal, durch die gezwungenermaßen digitaleren Austausch, den man hatte. Ja, was auch cool ist, ist natürlich an der Stelle, dass wir als Partner von Cisco, von Microsoft, von Dell, von IBM, dass wir natürlich die großen Player an der Seite haben und für Geschäftskunden wirklich auch sicherstellen können mit unseren Verträgen, mit unserer Partnerschaft, mit unseren Zertifizierungen, dass nicht ein ganzes Unternehmen zusammenbricht, weil halt das Rechenzentrum nicht mehr funktioniert, ne? Wenn der Hauptserver ausfällt oder wenn das Backup-Storage nicht mehr verfügbar ist, das haben wir eben dann schon regeln können. Und Grafikkarten sind ein absolut großes Thema, natürlich für den Individualanwender, für den Gamer. Und ich habe die Preisentwicklung da auch mitgekriegt. Aber da muss man sagen, da hat man es im B2B vielleicht sogar leichter teilweise als Einzelperson oder als Gamer, weil einfach man ein größeres Volumen an Projekten schiebt.
Das ist wohl wahr, ja. Ich habe die Grafikkartenschlacht leider selbst miterleben müssen und am eigenen Leib erfahren. Ich habe sehr lange gewartet, bis ich endlich mal, natürlich, als ich mir genau in der Pandemie einen PC zusammenbauen wollte, gemerkt habe, ja gut, das geht jetzt vielleicht doch nicht so einfach. Also ich habe, glaube ich, fast ein Jahr gewartet, bis ich dann endlich irgendwo zuschlagen konnte. Und es war immer noch sehr teuer. Also es hat schon ein bisschen wehgetan, aber ich dachte dann auch irgendwann, ja komm, jetzt muss es halt sein. Jetzt muss es sein. Ja, aber wenn man sich überlegt, was die Grafikkarte für euch bedeutet, was die für eine Relevanz hat für das Game, für die Performance, ist es halt auch ein Gut, wo man echt sagen muss, vielleicht nicht normal, dass das immer alles verfügbar ist, ne? Sondern dass man eben auch mal lernt, was anders zu wertschätzen durch so eine große Krise. Ja. Absolut. Also ich glaube, Wertschätzung in vielen Bereichen hat auf jeden Fall stattgefunden im Laufe der Pandemie. Und sei es eben auch nur die Wertschätzung des persönlichen Kontakts, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, einfach nicht nur natürlich online sich auszutauschen, sondern eben diese Events auch offline haben zu können und sich wirklich vor Ort austauschen zu können, vor Ort zusammen im Team engagieren zu können. Etwas, was natürlich auch bei uns jetzt wieder wichtiger geworden ist. Wir haben ja natürlich trotzdem während der Pandemie auch versucht, unsere Finals offline auszutragen, wenn das irgendwie möglich war. Das hat größtenteils eigentlich auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, wir mussten nur einmal komplett auf Zuschauer verzichten, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ich bin, das ist alles schon wieder so lange her. Aber gefühlt ist es 10 Jahre her, das stimmt. Ja, es ist wirklich, also die Zeit ist wirklich sehr mysteriös vergangen in den letzten 2 Jahren. Oder 3 Jahren vielmehr jetzt ja eigentlich. Aber ihr hattet jetzt ja auch bei den letzten Finals die Möglichkeit, selbst vor Ort zu sein. Du warst leider natürlich nicht dabei. Aber wie hat sich das für euch angefühlt? Ja. Also war das so ein, hat man da gemerkt, es ist wichtig, dass wir endlich wieder solche Events auch vor Ort haben, wo wir auch eben direkt mit den Menschen in Kontakt treten können? Absolut. Also unser HR-Bereich, der war vor Ort und die Kollegen und Kolleginnen waren wirklich begeistert, weil sie natürlich ganz anders sozusagen das Game-Erlebnis selber erleben konnten, die Dialoge viel intensiver waren und man halt auch diese Stimmung hat, die man nur live haben kann, wenn du mit anderen Menschen zusammen die Helden hinter den Bildschirmen verfolgst, wenn du die Games verfolgst, die Vielfalt der Charaktere siehst, am Ende auch die Emotionen da sind, ne? Da sind einfach viel mehr positive Erlebnisse möglich als online, weil online freust du dich natürlich im Chat mit deinem Team, mit deinen Freunden. Aber du freust dich eben anders, glaube ich, als mit diesen 3D-Emotionen, die du halt vor Ort erlebst. Und das war für uns wirklich bombastisch, wie offen wir da aufgenommen wurden mit offenen Armen, wie viele Gespräche wir geführt haben und wie viele Ideen auch daraus gekommen sind, um halt im Bereich Arxians und Gaming-Szene weiter zusammenzuarbeiten. Und was ich noch sagen darf, ist, was uns dann auch klar geworden ist, dank dem Dialog mit euch, dass wir eigentlich im Bereich von Innovationsmanagement auch schon Innovationsentwicklung, Räume und Methoden haben, die dem Gaming gar nicht so fern sind. Wenn du dir anschaust, wir haben ein digitales Lab, das nennen wir Digitalschmiede. Das ist ein Raum mit ganz vielen, Experimentierstationen, ja, wo halt ein Roboter steht mit einer 7-achsarmigen Bewegung, wo eine Industriepumpe steht, wo eine Ladesäule steht, wo klassische Infrastrukturen stehen, die wir programmieren und die wir in Hackathons. Und ein Hackathon ist ja am Ende auch ein Game, ne? Weil du suchst deinen Weg zum Ziel, zum Prototyp, die wir in Hackathons dann erproben und wir schließen uns da die Nacht mit Pizza ein. Und dann haben wir gemerkt, hey, es gibt irgendwie doch wieder eine neue Ebene der Verbindung. Und das haben wir gemerkt, nachdem wir auf den Summer Finals mit euch auch diskutiert haben, zum Beispiel. Das heißt, dürfen wir damit rechnen, euch hoffentlich auch auf zukünftigen Events wieder begrüßen zu dürfen? Also wenn keine neue Pandemie kommt, man weiß ja nicht, wie alles hier oh wieder in den Lockdown. Ja, direkt 3-mal auf Holz klopfen, ja. Absolut. Die alles in den Lockdown bringt, dann auf jeden Fall. Auch noch mit mehr Experten aus unseren Bereichen, also aus der Softwareentwicklung, aus der IT-Architektur,
Weil ich glaube, es ist spannend, dann auch in die Games mal näher reinzugucken, in die Datenbankarchitekturen, sich auf der fachlichen Ebene zu vernetzen. Das wäre unser Antrieb, da auch mehr Kolleginnen aus unseren Geschäftsbereichen einfach noch mit vor Ort zu bringen. Ne? Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Da fallen mir direkt auch schon mehrere Ideen ein, wie man das wahrscheinlich sinnvoll umsetzen könnte. Ich meine, die ein oder anderen, die vielleicht vor Ort waren, also jetzt auch gerade zuschauen und bei den Finals waren, die werden ja vielleicht sich auch noch an euren Stand erinnern. Und ich war auch einfach sehr froh, euch mal fast visuell vor Ort zu haben, nachdem wir euch ja selbst auch als Uniliga-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja vorher quasi nur digital Kontakt mit euch hatten. Und dann einfach mal euch in Person und in Form eures Standes auf dem Event gehabt zu haben, war auf jeden Fall, glaube ich, sehr wichtig auch für uns, Gesichter und Menschen dahinter zu bekommen. Ja, wenn ich dir da noch zustimmen darf, bei der Hannover Messe, der größten Industriemesse der Welt vor der Pandemie, habe ich den Stand immer selber betreut und da haben wir pro Woche mit unserem Team aus Expertinnen ca. 3000 Gespräche geführt. Und da hatten wir am Eingang, hatten wir wirklich alles war dort da, sehr, sehr spannende Messe. Da hatten wir am Eingang zu unserem Stand ein interaktives Touchtable, ein Surface-Gerät und auf dem Gerät war eigentlich die Industrie der Zukunft in 3D als Spiel auch drauf und dann konntest du den Hacker spielen, du konntest den Alien-Angriff auf die Fabrik simulieren, du konntest Augmented Reality-Szenarien erleben und wir haben die Leute einfach auch physisch, weil du sagst, ne, diese physische Ebene, wir haben die über spielerische Elemente auch mit unserem Portfolio vernetzt und das war super, ne, weil du hattest diesen coolen Tisch und der war der Aufmerksamkeitsbringer auf dieser Hannover-Messe für uns. Insofern sag ich mal, diese Präsenzveranstaltungen, wenn du sie richtig einbettest in das Gaming-Erlebnis, wenn du da Elemente reinbringst, die die Leute wertschätzen, als Gruppe erleben können, das wird funktionieren und da freuen wir uns sehr darauf, mit euch auch neue Experimente zu wagen. Das heißt, weil du jetzt auch generell natürlich Offline-Events natürlich auch auf anderen Events außerhalb der Uniliga ansprichst, hat sich da auch was verändert bei euch in den letzten Jahren? Jetzt gerade eben, weil du sagst, dass ihr quasi auch versucht, da interaktiver zu werden und vielleicht sogar eher diese so Gaming-Aspekte mit in diese Offline-Events mit reinzubringen. Ist das was sich jetzt auch quasi in Zukunft durch eure generellen Events außerhalb der Uniliga auch durchziehen wird? Ja, also ein Trend im Marketing, aber auch im Consulting, auch im IT-Consulting, ist ja die Gamification. Dass du sagst, Menschen reagieren ja auf Spiele, auf Belohnungssysteme. Ich meine, Gaming ist ein einziges riesiges Belohnungssystem, ne? Credit Points, soziale Zustimmung, Geld am Ende manchmal auch. Die Belohnungssysteme, die im Gaming perfektioniert worden sind, zu übertragen auf Software, auf Mitarbeitermotivation. Zum Beispiel, wenn du sagst, du machst irgendwie einen Umwelttag, was wir tun einmal im Jahr, wo wir uns für die Umwelt einsetzen und irgendwie Flüsse sauber machen oder wo wir helfen, Müll zu sammeln, Müll zu trennen, alles Mögliche an Mitarbeiteraktivitäten machen. Wenn du dort so ein Credit-Point-System einführst, dann hast du halt zusätzlichen Anreiz, um sozusagen einfach ja einen Erfolg zu erzielen. Und das ist etwas, glaube ich, diese Gaming-Elemente in Software oder in Messeauftritte einzubauen, was funktioniert. Weil das Gaming einfach viel mehr Emotionen triggert im positiven Sinne, als es der klassische Stand, die Broschüre oder eine PowerPoint-Präsentation kann. Es ist einfach ein völlig anderes Erlebnis, was auch von der Forschung wirklich erwiesen ist, dass das Menschen anders bindet und motiviert. Ja. Dann hoffe ich natürlich, dass wir noch viele gemeinsame Offline-Projekte mit euch zusammen umsetzen. Da leuchten uns natürlich auch die Augen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Da dürft ihr da draußen also auch gespannt die Augen und Ohren offen halten, wo euch Axions in den nächsten Jahren noch begegnen wird auf Messen oder eben auf Uniliga-Events. Denn davon wird es ja jetzt hoffentlich eben gerade im nächsten Jahr auch wieder mehr geben, wo die Pandemie so endlich langsam gefühlt die Ziellinie erreicht hat und man das Gefühl hat, es kehrt wieder Normalität ein, zumindest was Events angeht. Und die neue Normalität ist Hybrid. Das bedeutet, ideal machen wir nach vorne alle den Mix, ne, aus digitalen Games, Offline-Gaming,
und ziehen das Maximum raus für uns. Ich meine, ihr habt ja auch tolle Sponsoren neben uns, MSI, Weißer Ring. Man sieht ja, wie aus ganz unterschiedlichen Branchen auch der E-Sport gefördert wird. Und das passiert natürlich nicht ohne Grund, weil alle sagen, das ganzheitliche Erlebnis, das Networking mit euren Spielern, mit den Studentinnen, das ist das, worum es geht. Und da sind wir natürlich gerne dabei. Das freut uns sehr zu hören, mich persönlich natürlich auch und bestimmt viele andere auch. Ich hoffe, ihr bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Aber soll er noch nicht, es klingt jetzt hier gerade schon so nach Abschied. Ja, das Schlusswort. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Aber was mich nämlich auch noch interessiert, du hast das vorhin schon mal ganz kurz angeteasert und weil wir jetzt gerade sowieso so ein bisschen in die Zukunft blicken und auf Projekte so ein bisschen anteasern, die ihr in der nächsten Zeit vielleicht noch plant, vor allen Dingen gerade im Gaming-Bereich. Da hast du vorhin von einem Weg gesprochen, wie ihr mit Kunden vielleicht auch, sag ich jetzt mal, noch mehr interagiert oder wie ihr dieses Thema Gaming und E-Sport jetzt ausnutzt, um eventuell eben nochmal eine andere Basis mit einem Kunden aufzubauen. Was kann ich mir da genau darunter vorstellen? Ja, also wir stecken da tatsächlich mitten in der Konzeptionsphase, aber ich werde euch gerne hier schon ein paar Sneak Preview Einblicke geben. Wir denken darüber nach, eine Axiangs Kundenliga zu machen. Das bedeutet uns ein Gaming-Format, möglicherweise im Sportbereich, weil Sport etwas ist, was natürlich Sportspiele, was jeden irgendwie interessiert. Jeder hat mal den Bundesliga-Manager probiert früher. FIFA ist eine der Brands, auch wenn die WM da einiges an Schaden zugefügt hat, aber die Spielserie auf jeden Fall. Und wir überlegen, ob wir das schaffen können, eine Axiangs und Kundenliga zu machen, wo einfach Teams auf Kundenseite, von Unternehmensseite, von Personenseite gegen unsere Mitarbeiter spielen, man miteinander spielt und man einfach eine neue Form der Vernetzung in dieser Liga mit Preisen, mit regelmäßigen Turnieren schaffen kann, wo das Gaming das Medium ist, um uns sozusagen auf einer ganz anderen Ebene mit unseren Kunden, die wir so lange kennen und so intensiv schätzen, zu vernetzen. Das ist die Idee. Ob wir das Ganze physisch oder online machen, ist noch nicht ganz klar. Schätzen wir natürlich auch eure Beratung, euer Feedback zu unseren Ideen. Aber das ist sehr weit gediehen und wir wollen, sag ich mal, Mitte, Ende nächsten Jahres damit in ersten Bereichen starten, in der Axiangs in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, ist das was Deutschland, was auf Deutschland ist, beschränkt Axiangs, aktuell noch ist, oder nimmt das internationalen Rahmen an? Momentan ist der Pilot in Deutschland, weil wir hier ja auch die E-Sport und Gaming-Partnerschaft haben. Aber es gibt auch, das wollte ich noch erwähnen, es gibt auch einmal im Jahr bei der Axiangs weltweit die sogenannte Technical Conference. Das ist eine große, große Online-Messe. Die geht fast schon ins Metaverse-Level rein, also mit 3D-Avataren, okay, mit einer großen eigenen Welt, wo dann Pitches, Vorträge von allen 27 Ländern zu technischen Themen, von Software bis Netzwerk-Design durchgeführt werden. Und ich war da selber drin in diesem Metaverse, in dieser Tech-Conference. Da wäre es natürlich ein leichtes, auch dieses tolle internationale Konzept, was rein intern hier in der Firmengruppe genutzt wird, zu öffnen und zu sagen, warum machen wir nicht noch eine Gaming-Corner und nehmen Kunden mit rein? Warum machen wir nicht bestimmte Titel, wo wir eine Kooperation machen mit den Spielhäusern und bringen Credit-Point-Systeme und auch Tabellensysteme in diese Tech-Conference rein? Das ist eine reine Idee, aber auch da, sag ich mal, wir haben gute Plattformen hier in der Axiangs für die Techies und diese Plattformen auch international können wir natürlich erweitern um dieses Thema Gaming. Ja. Aber das heißt, wenn ich jetzt gerade in der Uniliga aktiv bin und weiß, ich bin bald mit meinem Studium fertig und höre jetzt Axiangs Kundenliga, ihr werdet auch eigene Teams dann quasi versuchen zu stellen oder zu bilden aus eurem Team oder handelt es sich dabei dann wirklich nur um Teams, die von Kunden von euch stattfinden? Nein, wir haben heute schon bei Mitarbeitern, auch bei Business Unit Managern, also unser Geschäft ist in sogenannten Business Units organisiert, haben wir wirklich auch Führungskräfte, die selber sagen, ich mache da mit, ich nehme einen Teil meiner Freizeit und spiele ja eh, dann kann ich es auch gerne und tue es gerne mit Kunden und Mitarbeitern zusammen machen. Und es ist einfach so, natürlich hat man Arbeitszeiten, man muss seine Projekte fertigstellen, aber du weißt es selbst, ja, die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, die verschwimmen auch immer mehr. Und die Firma ist etwas, wo man einen Großteil seiner Lebenszeit verbringt. Warum soll man nicht darüber nachdenken,
auch dann freudvolle, spaßige Spiele miteinander zu spielen. Genau das passiert gerade. Ne? Und wenn ich jetzt Student wäre, Absolvent vielleicht der Informatik, mich, weiß ich nicht, mit .NET-Entwicklung oder App-Entwicklung auskenne, dann würde ich zumindest mal gucken, was hat die Axiom da zu bieten? Ist hier ein Einstieg vielleicht interessant für mich? Und sind da Kollegen, Kolleginnen, und ich sage ja, sie sind da, die eine Offenheit und eine aktive Gamer Vergangenheit auch haben. Ne? Weil du wirst sie finden bei Axiom. Du wirst sie nicht überall finden, aber du wirst sie gerade in der Softwareentwicklung, auch im Netzwerkdesign-Bereich, heute schon finden. Da gibt es viele Kolleginnen, die da total offen sind. Das heißt, die Karriere nach der Uniliga-Karriere dann in der Axons-Kundenliga, der steht quasi gar nicht so viel im Weg. Absolut. Huch. Ah, Telefon. Nein, Telefon hat geklingelt. Ja, aber auch um diese Uhrzeit ist hier noch, wird hier noch gearbeitet, offenbar, in Leipzig. Ja. Wir wollen dich natürlich auch nicht jetzt von wichtigen Telefonaten abhalten, aber ich habe auch gerade eben vorhin noch eine Frage gesehen, die wurde auch vorhin schon irgendwann reingeschrieben, aber ich habe sie, glaube ich, ignoriert, es tut mir leid an dieser Stelle. Was ist denn, hattest du früher sowas wie ein persönliches Lieblingsspiel? Weil vorhin, du hast schon mal so ein bisschen über Diablo, Need for Speed gesprochen. Was war so das, was du in deiner Vergangenheit am liebsten gespielt hast? Und gibt es vielleicht was, was du heute auch noch spielst in deiner Freizeit, auch wenn es vielleicht in eine ganz andere Richtung geht? Ja, also meine Lieblingsspiele waren schon entweder so, sag mal, Taktik-Spiele wie StarCraft, weil man die halt auch in großen Gruppen gut spielen konnte, und diese Verbindung aus Taktik, auch Fantasy, die da ja drin steckt, die war absolut begeisternd mit Zerg und Co. Einfach so dieses Erlebnis war bei StarCraft ziemlich, ziemlich cool. Gleichzeitig natürlich die ganzen, sag mal, kollaborativen Shooter. Nicht im Sinne jetzt, dass ich ein militärischer Fan bin oder so, aber einfach diese Taktik, durch Häuser zu laufen, die zu erobern, ne, die Terroristen da rauszuwerfen, dieses mitten in der Nacht mit Freunden, diese Spannung zu erleben, das hat Spaß gemacht. Und da bin ich auch so, dass ich sage, jeder kann das trennen. Ne? Was ist das Spiel, was ist die Realität? In diesen Zeiten muss man wirklich sehr ernsthaft sagen, fühle ich mich nicht mehr ganz so wohl. Gerade ich persönlich will nicht für andere sprechen mit solchen Spielen. Das geht nur ganz persönlich mir so. Aber wie gesagt, StarCraft war eins meiner Lieblingsspiele. Und aber auch die klassischen Race-Games wie Need for Speed, wo du einfach mega Fun hast, Monster Truck Madness, solche Games, wo eigentlich gar nichts Ernsthaftes drin ist, sondern wo du einfach nur mit diesen fetten Monster Trucks auf eine Pyramide springst und dich versuchst runterzuwerfen. So sehr, sehr leicht zugängliche Spiele, die fand ich immer persönlich ganz cool. Heißt das, du hast auch, holst auch heute dann nochmal ab und zu irgendwie eine alte, verstaubte Konsole aus dem Regal und hast sie noch? Oder ist das jetzt was du auch an deine Tochter, hast du ja gesagt, hast du weitergeben willst, quasi, wenn sie älter wird? Meine Tochter ist sehr, sehr klein, 3,5 Jahre. Also die hat schon die ersten Themen auf dem Tablet drauf. Auch so, weiß ich nicht, Minecraft guckt sie schon mal zu. Aber für die ist das vielleicht noch ein bisschen früh. Aber was ich mit meinen Freunden mache, und das hat uns auch in der Pandemie wiederum privat gerettet, wir machen schon Online-Gaming im Freundeskreis. Das bedeutet, wir treffen uns dann in Discord, wir setzen verschiedene Online-Games auf und treffen uns mit den Freunden, die früher physisch zusammen LAN-Partys gezockt haben und jetzt in München, Dresden, Leipzig, Hannover verteilt wohnen, treffen wir uns an einem Samstagabend um 9 mit Chips und Bier und sind 3 Stunden dann auch mal weg, weil wir sind ja alle in Familien und wir arbeiten alle gerne und auch manchmal hart. Und dann ist das Gaming für uns privat auch echt ein Ausgleich geblieben. Ja, nicht im professionellen Bereich, aber im Hobbybereich mit großer Liebe zum Detail und auch mit immer wieder erwachten Eifer und Engagement. Das ist, glaube ich, was sehr viele tatsächlich oder womit sich sehr viele identifizieren können. Also wenn ich mich an gerade die Anfangszeit während Corona erinnere, da habe ich auf einmal auch wieder Zeit mit Menschen verbracht, die ich über Jahre gefühlt nicht mehr gesehen habe, einfach weil man auf einmal sowieso nur noch digital zusammengekommen ist und dann war man sich
plötzlich wieder sehr nah mit den ganzen Menschen, die man früher noch aus der Heimat kannte, aber mit denen man vielleicht sonst nicht mehr so viel Kontakt hatte, dadurch, dass man einfach räumlich so lange getrennt absolut. War. Absolut, den Effekt hatte ja. ich genauso, absolut. Also das ist so gesehen eigentlich auch wieder ein positiver Nebeneffekt des Ganzen, auch wenn es sicherlich genügend negative Seiten hatte, dass da wieder alte Freundschaften vielleicht auch einfach neu entfacht wurden. Jetzt habe ich gerade noch einen Kommentar auch im Chat gesehen zu dem okay. Thema, was wir davor hatten mit den Kundenliegen. Wäre das was ihr oder du persönlich dir auch vorstellen könntest, was so für so ein Recruiting-Event irgendwie umsetzbar wäre, dass ihr quasi auch da direkt mit potenziellen neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Kontakt treten könnt darüber? Also das ist ja eine mega Idee, vielen Dank dafür. Das werde ich direkt wirklich jetzt ernst gemeint mit unserer Personalleiterin zusammen diskutieren. Weil Recruiting ist ja heute wirklich etwas, habt ihr absolut recht, was ja auch vielfach schon digital abläuft, über die Business-Netzwerke, die sozialen Netzwerke und wo man aber oft in so einem Speed-Dating-Modus ist, sage ich jetzt mal, ne? Wo man halt sehr, sehr viel abcheckt, beide Seiten, passt das, ist auch ganz normal. Und Gaming ist ja etwas, glaube ich, wenn du da ein Recruiting-Event zum Beispiel mit Speed-Games machst oder mit kleinen unterschiedlichen Games, die das auch auflockern, das Miteinander, erkennst du ja auch, ist jemand in der Lage, Algorithmen zu bauen, ist jemand in der Lage, zum Beispiel technische Zusammenhänge schnell zu begreifen. Also das finde ich eine mega spannende Idee. Ich glaube, man muss es halt so umsetzen, dass es wirklich schnell auch zusammenbringt, die Leute, ne? Weil bei vielen Games, ja. League of Legends und so, da musst du ja schon tief einsteigen, ja, aber ja. du musst halt tief einsteigen. Und das ist im Recruiting natürlich schwierig, aber sozusagen im Casual Gaming, im einfachen Einstiegsbereich was zu machen, finde ich eine super Idee von euch. Also vielen Dank dafür. Siehste, ja, da wurden auch schon direkt Copyrights geclaimed, sehe ich gerade. Ja, klar. Ja, wir leiten das dann weiter, ne? Nicht, dass es da noch zu Stress kommt. Aber ja, weil es jetzt auch gerade wieder im Chat genannt wurde, das ist natürlich sicherlich auch was, wo wir sicher auch beratend zur Seite stehen können oder beziehungsweise auch gerne unseren Input dann noch liefern können, falls sich das jetzt wirklich bei euch, diese Idee noch wachsen sollte. Also da stehen wir natürlich auch gerne zur Verfügung, okay. bei so einer Umsetzung mitzuwirken. Jetzt ist ja das Jahr quasi auch mehr oder weniger schon fast zu Ende. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über so ein paar Projekte gesprochen, die auf jeden Fall noch anstehen bei euch, die sicherlich auch die nächsten Monate und Jahre bei euch beschäftigen werden. Gibt es generell was, wo du sagst, das wünschst du dir vielleicht auch noch für die Zukunft oder jetzt vielleicht nicht nur bei Axion, sondern auch im Blick auf die Uniliga oder die Gaming- und E-Sports-Szene? Ja, ich glaube, was Unis ja sehr stark auszeichnet, ist dieser Alumni-Gedanke, ne? Dass man auch nach seinem Studium, denn das ist irgendwann leider vorbei, manche würden gerne ewig studieren, heute sind die Studiengänge ja auch kürzer als früher, dass man es schafft, in Kontakt zu bleiben. Und was ich anregen möchte, wenn du mich so fragst, ist, warum macht man nicht eine Alumni-League? Ja, also warum gehen nicht die Leute, die heute in der Uniliga spielen, irgendwann die Unis verlassen, in die Berufe gehen, warum bleiben die nicht in einer Alumni-League, unterstützt durch die Uniliga, ermöglicht durch die Uniliga in Kontakt, weil das hätte so ein Potenzial, auch Menschen, die, sag ich mal, älter werden, an dieser Passion teilhaben zu lassen, das wäre, glaube ich, eine super Idee. Das heißt, zumindest bringst du uns wieder auf Gedanken, wie wir uns noch weiter aufstellen können. Das ist natürlich eigentlich eine hervorragende Idee. Ich meine, wir erleben es ja selbst immer wieder, wie da so eine gewisse Rotation auch stattfindet, dadurch, dass die Uniliga jetzt mittlerweile auch ein stolzes Alter erreicht hat. Klar, manche sieht man gefühlt irgendwie immer noch, obwohl die schon seit der ersten Saison dabei sind. Man fragt sich, was studieren die eigentlich? In wie vielten Semester sind die mittlerweile? Es ist ja völlig natürlich, dass sich Teams dann auch an Universitäten bilden, dann aber ab einem bestimmten Punkt auch wieder auflösen, weil dann eben sehr viele der Spielerinnen und Spieler dort entweder die Uni wechseln oder eben dann
das Studium generell beenden. Absolut. Und das ist eigentlich ein super interessanter Aspekt, weil klar, viele Vereine haben sich jetzt ja teilweise schon gebildet, auch an Universitäten, wo Leute dann auch nach ihrem Studium noch, sag ich mal, zumindest im Verein mit integriert sind und darüber wahrscheinlich auch noch diesen Austausch haben, aber natürlich nicht mehr spielberechtigt jetzt wären für eine Uniliga. Das heißt, da findet es dann natürlich auch wirklich nur noch in einem reinen Hobbyrahmen statt. Aber solche Strukturen dann trotzdem zu nutzen, um auch nach dem Studium darüber hinaus an solchen Events, es muss ja dann nicht vielleicht immer eine komplette Liga-Struktur mit Saison und allem drum und dran zu sein, aber zumindest Events zu haben, halte ich für eine sehr sinnvolle, eine sehr, sehr schöne Idee, auch die Jungen, die nachkommen an den Unis, profitieren zu lassen von den Alumnis, was ja auch immer, ja eigentlich so, was generell in so einer Fachschaft ja auch immer ein bisschen gern gesehen ist, dass quasi den Jungen so das Wissen der Alten weitergeleitet wird, also Alten in Anführungsstrichen. Aber das funktioniert auf der E-Sport und Uniliga-Ebene ja genauso. Absolut. Und allein, wenn dann auch Studenten mal reinschauen können und sehen können, welche Alumnis spielen da eigentlich, was ist aus denen geworden, wo sind die angestellt, ne? Das schafft ganz neue Verbindungsebenen, denn die Universitäten in Deutschland haben Alumni-Management aufgebaut. Viele tun das schon sehr intensiv mit Veranstaltungen, mit Newsletter-Konzepten, mit Testimonials. Aber es fehlt, sage ich jetzt mal aus eigenem Erleben, irgendwann auch der Bezug, ja, zu seinen anderen Alumni, zu der Uni, weil du immer zurückschaust. Und Gaming ist ja etwas, was im Jetzt stattfindet, was immer im Jetzt, im Heute stattfindet und was die Alumni sicher enger aneinander und an ihre Universität über Jahre und Jahrzehnte binden kann. Und das, glaube ich, ist etwas, was sehr naheliegend ist und was sicherlich probiert werden sollte an der einen oder anderen Stelle. Genau. Das Zweite ist, wenn du mich so fragst, auch noch, wir als Axiang sind ja sehr international, habe ich ja erklärt. Und wir haben auch kürzlich im Kosovo zum Beispiel eine neue Ländergesellschaft eröffnet und wachsen dort sehr, sehr stark mit ganz, ganz tollen Mitarbeiterinnen und auch Partnerschaften zu Universitäten in diesem kleinen Land, die sehr modern und weit vorne auch in der Softwareentwicklung sind. Und zum Beispiel gibt es auch im Kosovo, habe ich gesehen, E-Sport. Es gibt auch eine E-Sport-Liga. Und das wäre natürlich auch ein Thema, weiß ich nicht, wo sich die Uniliga da sieht, wo sich die deutschen Gamer sehen, diese internationale Vernetzung stärker voranzubringen, ist auch etwas, was natürlich im Privatgaming-Bereich sowieso stattfindet. Also ich bin zum Beispiel das Fahrradfahrer, ich setze mich auf mein Fahrrad und nutze die App Swift, wo ich dann in eine Fahrradfahrer-Community gegen Menschen auf der ganzen Welt trainieren kann. Und solche Communities gibt es ja bei jedem Game, wo es keine Rolle spielt, in welchem Land du bist. Aber im professionellen E-Sport an Universitäten wäre das vielleicht auch noch eine Komponente. Ich meine, das haben wir so einen gewissen im internationalen Rahmen, den haben wir ja zumindest bei uns in Rocket League schon realisiert, die Uni University, die Uni Rocketeers ist ja quasi die sowas wie die Champions League der Uni Rocket League Ligen. Und das ist aber tatsächlich, und da sieht man auch, wie unterschiedlich dann teilweise auch der Fortschritt oder die Szenen in den verschiedenen Ländern auch sich entwickelt haben und wie unterschiedlich teilweise das auch die Strukturen dort aussehen. Da sind wir hier sicherlich momentan an einem sehr guten, von einem sehr guten Level, an einem sehr guten Punkt. Aber da sieht man eben auch, dass in anderen Ländern das teilweise noch nicht so ist und dass da das auch gerade erst so richtig in der Entwicklung ist, diese universitäre E-Sports-Szene aufzubauen, zu entwickeln und wo wir natürlich auch versuchen, durch solche europäischen Wettbewerbe und diesen europäischen Rahmen, diese auch zu fördern, weil letztendlich können alle nur davon profitieren, wenn man diesen Austausch hat, auch auf nationaler Ebene, nicht nur national. Okay, super. Also da auch wieder Vorreiter. Da sage ich mal, macht weiter so. Ich glaube, da gibt es noch viele Spiele und Universitäten, die sich freuen würden, sich mit den deutschen Uniliga mit Spielern zu vernetzen. Also ganz klar. Absolut. Können wir auch gern Kontakte herstellen, in den Ländern, wo ihr vielleicht noch nicht diese Rocket League auch ausgerollt habt. Ja. Da sieht man auf jeden Fall, also genau, gerade die Vernetzung ist sicherlich dann auch nochmal ein Thema, die hier und da vielleicht noch nicht so tief stattgefunden hat, wie sie stattfinden könnte, aber wo bestimmt noch
viel Potenzial vorherrscht, eben auch dann diese Unis und Länder weiter voranzubringen und mit den Ligen in Kontakt zu treten, die das jetzt schon über Jahre hinweg, wie zum Beispiel wir hier oder die britischen Kollegen, die ebenfalls schon eine große Historie im universitären E-Sport haben, aufzeigen können. Da gibt es sicherlich genügend Möglichkeiten, voneinander auch zu lernen. Aber das, da bin ich mir auch sicher, dass das Projekte sind, die in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden und sich weiterentwickeln werden. Vor allen Dingen natürlich mit einem Partner wie Axions an unserer Seite. Das macht ja nur Sinn, dass wir auch Netzwerke aufbauen. Ja. Einer unserer Konzernvorstände sagt immer, the network is the company, und da ist viel dran, ne? Weil vernetzte Menschen, die in der Lage sind, vernetzt zu denken, und das lernt man ja beim Game, im Team, im Spiel, in der Community, die sind im Beruf immer erfolgreicher. Weil dieses Vernetzte in einer komplexen digitalen Welt, wo alles mit allem vernetzt ist, auf der Geräteebene, auch im Kopf sich zu vernetzen mit Menschen, das ist etwas, das ein großes Asset, würde ich sagen, für jeden von euch, der das im Gaming tut und der es dann auch im Berufsleben tut, um einfach seinen Weg zu gehen. Das hilft euch immer weiter, und das ist vielleicht auch etwas, wo die jüngeren Generationen mir und den Älteren deutlich was voraus haben, weil das ganz natürlich ist. Ich habe auch Auszubildende, die so offen und positiv, sag ich mal, sich mit Menschen vernetzen können. Das ist wirklich eine große Stärke auch der jüngeren Generation. Und da kann man nur sagen, keep it going. Ja, wir tun unser Bestes und geben das aber natürlich auch gerne so weiter. Ich glaube, die Message ist angekommen. Das Netzwerk Uniliga wird sicherlich weiter ausgebaut und weiter seine Fühler ausstrecken. Aber ich gucke mal gerade, was sagt die Uhr? Okay, ich war kurz schon, hatte schon Angst, dass wir hier vielleicht wieder überziehen. Aber ich bin noch nicht auf Thomas Gottschalk-Level. Ja, ich hoffe, da kommen wir nicht hin. Das ja, wird peinlich, glaube ich. Die nachfolgenden Sendungen. Wir haben tatsächlich ja sogar hier im Anschluss gleich noch einen Stream. Deswegen musste ich tatsächlich die Uhr auch ein bisschen im Blick behalten. Ja, hier wird nachher nämlich noch Formel 1 gefahren. Cool. Also da steht der große Preis von Portugal an, habe ich mir sagen lassen. Deswegen für alle, die jetzt hier gleich einfach im Chat bleiben, die können dann einfach liegen bleiben, es sei denn, ihr liegt, ihr könnt auch liegen bleiben, ihr könnt einfach sitzen und liegen bleiben. Da geht das Programm dann um 20 Uhr, glaube ich, weiter. Aber jetzt hätte ich trotzdem gerne, würde ich dir zum Abschluss auch gerne, bevor, wenn es sei denn, es kommen noch Fragen rein, aber auch nochmal gerne die Möglichkeit geben, quasi ein paar abschließende Worte auch zu dir und zu Axions und der Partnerschaft mit der Uniliga zu geben. Was bewegt dich vielleicht in diesem Zusammenhang, und was können wir von dieser Partnerschaft oder von Axions selbst für die Zukunft noch erwarten? Ja, okay. Also mein Wahlspruch ist immer ein Zitat von Franz Kafka, dem berühmten Schriftsteller, der mal geschrieben hat, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Wenn man über dieses Zitat ein bisschen nachdenkt, ist das so eine Paradoxie. Ne? Wie kann ich irgendwie einen Weg entstehen lassen, den ich noch gar nicht kenne? Wie kann ich auf einen Weg gehen, den ich noch gar nicht kenne? Aber genau darum geht es, glaube ich, in dieser Partnerschaft. Dass wir eine Base jetzt begründet haben. Wir wissen sozusagen, was uns verbindet. Wir haben ja heute toll darüber diskutiert, was uns verbindet. Und ich finde es wichtig, von dieser Basis, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns kennengelernt haben, jetzt auch diese Ideen umzusetzen, die wir halt heute besprochen haben. Und da ist es mir einfach sehr wichtig, dass wir im aktiven Dialog bleiben. Das bedeutet, dass wir auf euren Plattformen mit euch, mit den Gamerinnen da draußen einfach ins Gespräch kommen, um von euch zu lernen, aber auch um unsere Ideen und auch unsere Möglichkeiten als Arbeitgeber zu vermitteln. Diesen Weg sollten wir weitergehen. Aber ansonsten würde ich sagen, wir sollten uns auch Experimente zutrauen. Also wir sollten Informatikstudentinnen, die interessiert sind, bei unseren Hackathons einladen. Wir sollten den Girls Day vielleicht zusammen gestalten in unseren Firmenräumlichkeiten. Wir können die Alumni League besprechen. Wir können vielleicht auch irgendwelche Hacks oder statistische Auswertungen mit künstlicher Intelligenz für euch programmieren, wo neue Ergebnisse, Dashboards und so weiter rauskommen. Ich glaube, wir sollten einfach ein Team zusammenstellen, das auf unterschiedlichen Ebenen
gerne Game, aber vor allem auch am Gaming-Erlebnis weiterdenkt, weiterentwickelt und dann werden wir weiter viel Spaß und Freude zusammen haben. Das ist eigentlich meine Message. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht und am besten gemeinsam geht. Besser hätte ich es nicht sagen können. Also wirklich, das war hervorragend. Da sind sicherlich sehr viele Inspirationen schon mit dabei. Auch an der Stelle nochmal Hinweis darauf, auch gerne Ausrufezeichen Actions in den Chat, das haue ich jetzt einfach auch mal selber noch da rein, damit man euch zumindest auch im Netz findet, auch wenn cool. das sicherlich nicht so schwierig gewesen wäre und jeder auch selbst geschafft hätte, aber hier direkt auf einen Klick, da geht es noch schneller. Und dann bleibt mir eigentlich fast nur noch zu sagen, danke dir, dass du dir die Zeit erstmal genommen hast überhaupt, um hier heute Abend mit uns zu sprechen. Und danke euch, dass wir jetzt schon auf über ein halbes Jahr Partnerschaft zwischen Actions und der Uniliga blicken können. Und ich glaube, wir freuen uns beide auf die Zukunft und auf das, was da noch kommt, oder? Also Bertin, auf jeden Fall, den Dank gebe ich zurück. Vor allem auch danke an dich für die tolle Gesprächsführung, für die vielen Ideen, die wir hier entwickeln konnten. Wir haben ja wirklich ganz spontan auch hier laut gedacht mit der Community. Danke an die tollen Fragen. Es war für mich ein tolles Erlebnis, auch dabei sein zu dürfen und wirklich diese Fragen zu bekommen, weil das eine Form von Dialog ist, die ich total spannend finde, jetzt auch im Nachgang vielleicht darauf nochmal Bezug zu nehmen. Vielen Dank an die Community. Und ja, es hat einfach große Freude gemacht. Und ich glaube, ihr seid alle so positiv. Das fällt mir immer auf. Ne? Ihr habt wirklich Spaß an dem, was ihr tut. Und mit solchen Menschen habe ich persönlich, aber auch wir bei Actions einfach gerne zu tun. In diesem Sinne, danke für die Zeit und wir machen weiter. Das ist ein super Schlusswort. Damit danke ich auch dir nochmal und danke natürlich auch allen, die eingeschaltet haben, die zugeschaut haben, sei es im Chat oder einfach sich mit einer Tüte Chips oder sonst was auf dem Sofa zurückgelehnt haben und dabei waren. Das soll natürlich auch nicht der letzte Talk gewesen sein. Es wird sicherlich noch viele weitere geben. Also bleibt auch da natürlich immer informiert. Folgt gerne auch dem, jetzt muss ich gucken, wo meine Hände hinzeigen, deutschen Twitter-Kanal von Actions. Der sollte irgendwo hier unter dir, Nils, stehen, genau, da steht er, also von mir aus gesehen rechts dann und folgt natürlich, ja, ich hab's komplizierter gemacht, als ich es hätte tun müssen und haltet euch natürlich ansonsten auch gerne auf den Kanälen der Uniliga auf dem Laufenden, um keinen Stream, keinen Talk mehr zu verpassen, folgt natürlich auch diesem Kanal hier und dann sehen wir euch hoffentlich bald wieder, dich bestimmt auch. Vielleicht treffen wir uns ja sogar auf der Dreamhack in Hannover, denn das habe ich ja auch noch gar nicht erzählt. Ich fahre ja eigentlich auch da gleich hin. Also ja, ich, super. Ich steige heute noch. Das ist ja eine Steilvorlage. Ich steige heute noch in den Zug nach Hannover. Das heißt, ich bin auf jeden Fall da ab morgen. Dann sehen wir uns bestimmt da auch noch. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, alle, die noch da sind, guckt euch auf jeden Fall gleich den Formel-1-Stream noch an. Ich gucke mir den auch an. Sehr gut. Als Mittwochabend-Unterhaltung. Und das war's von uns. Das war's von Actions und der Uniliga. Heute hier bei Uniliga Talks. Macht euch noch einen wunderschönen Abend. Und dir natürlich auch, Nils, eine gute Heimreise dann auch wieder nach Hannover morgen. Bertin, ich danke dir. Macht's gut zusammen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ich bin Julia. Ich bin Jonas. Warum habe ich mich für Actions entschieden? Weil mir im Bewerbungsgespräch gesagt wurde, dass ich von Anfang an ein vollwertiges Teammitglied bin. Dass ich Weiterbildungsangebote nach Maß bekomme. Dass ich hier das lerne, was mich auch weiterbringt. Dass ich die Digitalisierung unserer Kunden mit vorantreibe. Dass ich zu 90% übernommen werde. Yeah. Und das Wichtigste, dass unsere Arbeit wirklich geschätzt wird.
Tja, und was soll ich sagen? Das alles stimmt. Naja gut, bis auf den Kaffee. Den müssen wir uns selber holen. Gut.